Ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Akatuto beim Clan Two Warriors. Und während wir hier einen schönen Farmangriff von mir sehen, Eigenlob stinkt bekanntlich, haben wir ein neues CK-Konzept, was ich euch gleich kurz vorstellen werde. Wir sind aktuell im CK. Der CK ist zwar noch nicht vorbei, aber es sind schon so gut wie alle Angriffe gemacht. Das liegt sicherlich auch an der neuen Konzeption, die wir so ein bisschen testweise eingeführt haben, und ich habe ein paar schöne Kämpfe für euch, ein paar schöne, leider nicht ganz so gute Kämpfe für euch, aber das zeige ich euch gleich. Und hier habe ich auf jeden Fall erstmal richtig abgeräumt mit meiner Truppe. Ich mag ja nach wie vor diese Kobolde, die sind so krass, überleben auch locker mal so einen Minenwerferschlag, bohren sich hier noch durch die Wände durch und holen mir hier fast jedes Lager. Ich meine, nicht ganz jedes Lager, aber die 4500 Dunklen konnte ich hier nicht liegen lassen. Mein King soll ja auch wieder ein Level weitergehen. Wir steigen also ein in den aktuellen CK. Wir sind 49-30 vorne. Das heißt noch nichts. Der Gegner kann noch locker alle Sterne beisammen bekommen, also 20 Stück. Das werden wir nicht mehr schaffen, denn wir haben schon so ziemlich alle Angriffe gemacht. Das ist bei uns auch eher unüblich. Aber dieser Krieg ließ das natürlich auch zu, da der Gegner unten drei Bases hatte, die für uns aus unserer Sicht jetzt gesehen low waren. Das heißt also ein 7er, 2 8er. Und die waren da unten natürlich sehr, sehr schnell weg. Der Gegner hingegen muss diese 6 bzw. doch diese 6 Angriffe irgendwo kompensieren. Das ist sehr schwer. Das wissen wir selber, weil wir es auch schon oft genug machen mussten. Haben jetzt aber mal eine Taktik, wo wir nicht unbedingt unseren Gegenüber machen, sondern so ein bisschen variierend erstmal sehen, wo wir drei Sterne sehen. Das birgt natürlich auch so ein paar kleine Nachteile, komme ich aber später drauf. Bei den Angriffen hier unten auf die 7 und 8er brennt natürlich überhaupt nichts an, gar keine Frage. Und dann wird immer etwas weiter unten angegriffen, nach dem Motto, wo sehe ich drei Sterne, wo kann ich was rausholen, und dementsprechend wurden hier die Bases auch gemacht. Das ist auch grundsätzlich okay. Was vielleicht an der Geschichte nicht so okay ist, ist dann, dass man halt sehr früh dran sein muss. Das heißt also, viele, die dann erst später nach Hause kommen, als der CK anfängt, oder überhaupt erst später anfangen, als der CK anfängt, haben es dann unter Umständen schon etwas schwieriger, mit in den CK einzuschreiten und sinnvolle Sterne zu holen, weil vielleicht schon viel gemacht ist. Das heißt, nach dem Motto, wer zuerst kommt, mal zuerst. So hatte ich so ein bisschen das Gefühl, wurden hier die Angriffe auch gemacht. Ich sag mal, das ist ja auch in Ordnung. Ja, so fair muss dann auch jeder sein, dass er sagt, naja, gut, ist ja jetzt alles gemacht. Dann gewinnen wir das Ding schon. Ja, ist auch nett, gar keine Frage. Aber dann darf man sich natürlich nicht wundern, dass dann zum Ende hin überhaupt nichts mehr kommt. Und die Leute sich natürlich dann auch fragen, ich vor allen Dingen, ich habe das hinterfragt ganz stark heute, was mache ich? Ich hatte gerade mit dem Avatar-Account, bin ich ja so ein bisschen relativ hoch, also bin eigentlich so ein bisschen in dem 10er-Bereich, aber da waren die Bases, da waren sie mir einfach zu schwer. Da habe ich mal keine 3 gesehen, ist natürlich überspitzt gesagt, und wollte auch nicht so früh mit meinen 9ern angreifen. Klar, irgendwann ist es soweit, da sehe ich natürlich keine Sterne mehr. Da mache ich dann Angriffe. Aber was macht man dann für Angriffe? Mache ich dann Farmangriff oder mache ich dann einen Angriff zum Üben? Oder lasse ich auch die Angriffe? Lässt der Clan das zu, dass ich dann nicht angreife? Wenn ich nicht angreife, schult mich das natürlich noch nicht. Das heißt, ich übe dann auch nicht. Und auch wenn ich dem Clan dann nicht mehr helfen kann, kann ich natürlich mir selbst noch ein bisschen helfen, indem ich vielleicht gute Angriffe mache, ein paar Taktiken übe. Und oder auch, wie ich das mit dem AFA gemacht habe, den ersten halt mal richtig verkackt mit 48%. Das war jetzt aus meiner Sicht nicht so schlimm. Aber blöd ist das natürlich schon. Ein bisschen Lot greift man da ja immer. Aber also man bekommt ja, glaube ich, so ein bisschen Lot raus, auch wenn man eine Base nicht schafft. Das ist zwar jetzt nicht super viel, aber es reicht, um das Ganze ein bisschen auszugleichen, was man ausgegeben hat. Und dementsprechend war das hier eigentlich
Also grundsätzlich finde ich, ist das ein guter CK gewesen hier, auch von dem oder mit unserer vielleicht neuen Taktik. Die muss jetzt nicht immer so bleiben, aber wir mussten so ein bisschen was verändern bei uns, weil viele Gegenüberangriffe nicht in die Dunden gingen bei uns, aber die waren einfach verschwendet, weil es nur zwei Sterne waren. Und hätte man vielleicht schon etwas eher so agiert wie hier, dann wären das vielleicht schon immer etwas mehr Siege auf unserem Konto. Oder auch diese ganz, ganz knappen Sachen. Die haben wir aber in diesem CK auch noch. Die sehen wir gleich noch. Und dann ist das hier erstmal ein richtig schöner Cola Loon gewesen vom Jennek auf ein RH10, also auf 9,5 ist das. Und starker Angriff hier, aber das sind wir eigentlich auch von Mario bzw. Jennek so gewohnt, dass er aus der Luft stark angreifen kann, wenn die Base es natürlich zulässt. Und so sind das hier super drei Sterne gewesen von einem Rathaus 9 auf einen 9,5er. Wir schauen mal ein bisschen weiter nach oben. Das ist, glaube ich, die letzte RH9 Base hier gewesen. Hier haben wir noch so ein Pseudo RH11. Im Moment noch nicht für drei Sterne, aber hier waren schon etliche Angriffe drauf. Ob das jetzt ein RH10 war, ein RH9 war, aber die Base ist noch nicht runter. Das ist ein 10,5er hier und auch noch nicht so ganz stark ausgebaut, die Def wie eigentlich ein 10er. Und haben hier aber schöne Angriffe mit dem neuen Konzept natürlich, was 11 auf 10 angeht. Und wenn man sich sicher ist, wie der Hockey hier, dann geht man natürlich auch schon mal ein paar Bases runter. 6 Stück ist vielleicht, ja, ist es nicht übertrieben. Wenn man weiß, dass man weiter oben auch noch stark angreifen kann oder die oberen über einen auch stark angegriffen haben, dann kann man sich genau solchen Luxus erlauben, dass man hier erstmal tief angreift. Bei starken Bases, das ist ja nur auch bei Love Ipen keine einfache Base hier für einen RH10, 3 Sterne holt. Und so hier schon mal gerade im oberen Bereich RH10 gute Bases wegmacht und der Rest kann sich entweder ein bisschen weiter nach unten oder noch wieder ein bisschen weiter nach oben orientieren, je nachdem aus welcher Sicht man das sieht. Hocke selber spielt ein 10,5er, aber hat natürlich eine Armee mit Borden wie ein echter Elfer und finde diese Angriffe hier wirklich im Moment sehr, sehr stark. Also wenn die gut durchkommen, dann ist das immer ein Dreier. Kann man fast nicht anders sagen. Wenn das gut läuft, dann ist das im Moment so ein bisschen, finde ich, die OP-Truppe. Hier haben wir auch noch einen Stern auf, aber wir haben ja noch 4 Angriffe offen. 2 von RH9 und 2 von RH10, wobei der RH10 natürlich nur einmal hier drauf gehen könnte. Also ich denke mal, dass wenn wir Glück haben, fehlt die 11 noch und die 9 hier noch. Mal schauen, wie weit das geht. Im oberen Bereich haben wir hier ein sehr schönen Angriff von Gara auf die 7. Die 7 hatte bis dato auch nur erst einen Stern kassiert. Und als ich das Video bzw. den Kampf eben gesehen habe, hatte ich erst gesagt, wo bleiben denn jetzt seine Loons und seine Hunde, die er sonst immer hat. Und dann habe ich erst gesehen, oh, hat er ja heute gar nicht dabei. Weil ich so dachte, oh, der macht jetzt schon mal eine La. Und die Queen geht hier wirklich schön durch die Base durch. Die gegnerische Queen wird gemacht. Ich hatte bis dahin echt noch nicht auf die Truppe geguckt und habe gedacht, wann checkt der seine Hunde jetzt endlich? Aber habe dann am Ende gesehen, dass er mal eine ganz andere Taktik eingeschlagen hat. Und das fand ich richtig gut, muss ich sagen. Das hat auch super gepasst hier den zweiten Stern aus der Base rauszulocken, indem er hier mit der Queen natürlich richtig schön weit kommt und zockt sich jetzt hinten noch die andere Flanke. Ich habe es auch erst nicht verstanden. Ich war eigentlich immer noch der Meinung, jetzt kommen gleich die Hunde, weil die La schön weggemacht wurde. Aber nein, er hat einfach den Golem ein bisschen tanken lassen und hat da hinten die ganze Flanke damit weggemacht. Und so konnten dann die Bowler und die Hexen mit dem Riesen hier richtig krass durch die Mitte raschen. Also das war taktisch gesehen echt mal wieder ein starker Angriff. Da bin ich sowieso neidisch drauf, was der Gara hier als RH10 mal abliefert. Und das waren wirklich gute 2 Sterne hier, also auch mit hohen Prozenten noch dazu. Und ich war aber wirklich bei diesem Angriff echt mal verpeilt. Hab die ganze Zeit gedacht, der macht ja eigentlich immer Luftangriffe oder halt so ein Queenwalk mit Hunden und Loons. Und dann macht er das diesmal nicht. Aber nichtsdestotrotz war das ein toller Angriff hier. Und
Wir haben ganz weit hier oben unglückliche Angriffe, muss man sagen. Ihr seht das selber, 99%. Das ist natürlich wirklich mega unglücklich hier von Mustango auf das RH-11 hier. Also, ich habe die auch, nee, den habe ich noch nicht gesehen. Den muss ich mir auch erstmal angucken. Oh, da kommen drei Vakuren. Okay, das ist jetzt für die Queen kein Thema gewesen. Mit ein bisschen Gift verlangsamt das ja auch die Valkyren und dann machen die auch nicht ganz so viel Schaden. So, da sind die Riesen und die Bola plus die Hexen. Jetzt kommt da noch ein bisschen was außer Nahenburg, das macht aber nichts. Da hätte er, hat auch kein Gift mehr für, das war jetzt nicht so schlimm. Das hat die Queen eben mal gemacht und jetzt geht er hier stumpf weiter mit seinen Truppen, mit dem Bowler, mit den Hexen und kommt mit den Valkyren hier super in die Mitte rein. Die machen jetzt das RH, machen jeden Tesla, jeden Inferno dann. Also die machen die ganze Mitte platt da, ist auch echt schon krass. So, Bauhütte weg, Riesenbombe da, noch eine Riesenbombe, okay. Aber der Rundturn hier, die Rundreise hier hinten im Hintergrund geht ja noch weiter. Ich weiß gar nicht, ob es an der Zeit gelegen hat oder ob es an den Truppen gelegen hat. Das müssen wir jetzt auch erstmal sehen. Mal schauen. Das sieht noch ganz gut aus, aber ich glaube, das war ein Zeitproblem. Ich glaube, das war die Zeit. Denn Truppen waren reichlich am Leben und da hat wohl das letzte Lager noch überlebt. Schade. Das ist natürlich super Pech. 99% natürlich fette Hochprozente, keine Frage. Aber es fehlt leider der Stern. Dasselbe ist dem Norman hier auch widerfahren. Nochmal ein 99er. Auch den habe ich noch nicht gesehen. Ich habe es nur im Ergebnis gesehen gehabt bisher. Und kommt hier mit einer Bowler-Kombi. Ich sehe auch gerade, dass der Norman mittlerweile beide Helden, also Queen und King, Max-Level hat. Glückwunsch dazu. Hatte ich auch nicht gesehen, dass er das Pärchen jetzt fertig hat. Und dann braucht der Warden auch nur noch drei Level zu machen. Und Norman hat dann dementsprechend auch hier alles auf Next, was Helden angeht. So, gucken wir mal, woran es hier gelegen hat. Da glaube ich dann eher, dass es daran gelegen hat. Obwohl, das könnte auch die Zeit sein. Aber jetzt kriegen natürlich Warden und Bogenschützenkönigin hier ziemlich viel Feuer und die Bowler sind natürlich noch in Heilung, gehen eigentlich schön außenrum, die würden alles erreichen. Also war es am Ende doch nur ein Zeitproblem und nicht ein Problem, dass keine Truppe mehr am Leben war. Na, täusche ich mich da? Ich täusche mich, glaube ich, weil der Bogenschützenturm ist, da müsste noch erreichbar sein. Aber der macht natürlich richtig Power auf Level 14, ist er auch. Ah, doch, es war kein Zeitproblem. Es war keine Truppe mehr da. Okay. Macht nichts, nichtsdestotrotz, guter Angriff, gar keine Frage. Und es sind ja noch ein paar Stunden Zeit für unseren Keyplayer hier, den Lukas. Ja, ist halt, ja, einfach nur ein Tagträumer, der hier vielleicht dann noch ein oder zwei Sterne holen kann. Der Gegner greift gar nicht schlecht an. Der Gegner muss sich natürlich eine gute Taktik überlegen, um mit 6 Angriffen weniger trotzdem alle Angriffe zu machen. Und greift hier auch nicht schlecht an. Im oberen Bereich, finde ich, greift er gut an. Jetzt hat der Erste allerdings auf unseren 5-2 geholt. Ja, weiß man nicht, ob das am Ende reicht. Also der CK, wie gesagt, ist noch nicht vorbei. Hier sind überall sauber 2 drauf. Ja, das muss man auch mal so sehen. Das ist natürlich bei uns auch so. Aber der Gegner muss jetzt schon recht gut vorlegen. Nämlich bis hier oben mindestens hin oder bis zur 9. Ich habe es eben gar nicht durchgezählt. Alles 3 Sterne, das wird schon eine ziemlich starke und schwere Aufgabe für den Gegner. Aber man kann sich überraschen lassen. So ein Clankrieg hat auch immer 2 Gesichter, das haben wir im letzten gesehen. Und wenn euch die Clankriegsfolge hier gefallen hat, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr noch kein Abonnent von mir seid. Und wir sehen uns morgen mit einem ganz frischen Clash of Clans Video mit mir, dem Tod, der Clash.